Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir hier, sind wir über die Dächer gelaufen und haben uns tatsächlich von Gargoyles abrippen lassen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt einen Kopf aus Wachs. Wow! Der mich ein bisschen erschrocken. Genau, hier ging es weiter. Wir checken aber erstmal das hier aus und wir werden wahrscheinlich nochmal ein bisschen zurückgehen in dieser Folge zu diesen Dächern, weil da waren ja noch viel mehr Sachen. Ich habe aus Versehen wahrscheinlich den richtigen Weg genommen, obwohl der gar nicht so richtig aussah, sondern eher Secret. Aber vielleicht ist das ja auch alles hier der richtige Weg. Das kann natürlich auch sein. Oh, an den schleiche ich mich ran. Surprise! So, das habe ich nämlich auch mal gelernt, dass das funktioniert. Wow. Ernsthaft? Mit jedem Schlag kann ich den. Ah, guck mal, die Leiche. Das habe ich auch viel zu wenig gemacht in diesem Let's Play. Leichen rumwerfen. Der war irgendwie ein bisschen weak. Oh, warte. Ja, hier sind wir wieder draußen. Okay, das haben wir schon mal abgehakt. Zwei Brocken. Alter, wie viele Brocken man hier bekommt. Zieh das rein. Das ist ja absolut shit. Ich werde die sowas von verkaufen. Ich werde einfach rich dadurch. Ja, nicht schlecht. Bis jetzt gefällt mir dieses Gebiet eigentlich ziemlich cool, diese Bibliothek. Die war so ein bisschen Cancer, wegen den ganzen Verfluchtsachen, aber die Idee ist eigentlich ganz cool. Vor allem ganz witzig mit diesem Wachs. Dass ich mir jetzt auch instant mal wieder drauf mache. Warum nicht, wa? Man würde meinen, dass er durch das Wachs irgendwie nicht atmen kann oder sowas, aber das ist anscheinend mega egal. Vor allen Dingen, wenn Wachs flüssig ist, ist das doch heiß, oder nicht? Heißes Wachs ist irgendwie nicht so geil. Heißes Wachs ins Gesicht. Ich bin jetzt kein Experte. Aber ich glaube nicht, dass das so geil ist. So, okay. Nett, dass die hier so einen Shortcut anbieten, dass man wieder hier hin kann. Um alles out zu checken. Wir sind eigentlich nur nicht hier runtergedroppt. Das ist das Einzige, was wir eigentlich nicht gemacht haben, war. Ich glaube schon, oder? Oder ging es hier rechts noch weiter? Hui! Da hört ihr Nachrichten im Hintergrund. Oh, ich habe mein Handy nicht gemutet. Es tut mir leid. Falls ihr das gehört habt, Metal Gear ist cool. Oh, Leute. Okay. Zack. Wow, was hat mir der mitgemacht? Ja. Okay, da habe ich safe geblockt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann runterfalle hier. Haha, da hat dir das Blocken auch nichts mehr gebracht. Die da hinten passen irgendwie gar nicht ins Bild. Na, guck mal, hier kann ich droppen. Die da hinten, dass sie hier sind, irgendwie ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Okay. Rennen hat letztes Mal richtig gut funktioniert. Diesmal anscheinend nicht so. Alter, was? Was zum Teufel? Holy shit. Ich habe mich voll geheilt und dann haben die mich nochmal gebürstet einfach. Ach, scheiße. Oh, vor allem, weil wir immer wieder hier rauskommen. So lange, so oft bin ich in den letzten Folgen lange nicht mehr gestorben. So, hier war der Shortcut. Hallo und tschüss. Stimmt, der ist ja programmiert wegzulaufen. Okay. Versuchen wir das nochmal. Das sollte nicht so weit weg sein. Aber sterben gehört ja zu Dark Souls dazu. Auch wenn ich das tatsächlich nicht so oft gebin. Ich bin tatsächlich nicht so oft gestorben. Wow. Der geht jetzt wieder runter. Upsala. Bin ich denn jetzt? Aha. Ah, guck mal. Das Doofe ist nur, dass die wieder gespawnt sind, die Dudes. Die ganzen, da oben. Eigentlich will ich droppen bei denen. Es ist schade, dass ich die nicht bursten konnte. Vielleicht sollte ich auch versuchen, alle zu bursten. Wisst ihr, wie ich meine? Oder sogar von oben droppen? Ah, die Glut brauche ich einfach, wenn ich das hier machen will.
Aber wenn ich den Drop verkacke, bin ich übel am Sack. Aber das ist ein ganz easier Drop, war. Nee. So, erstmal laufen. Okay, komm ran. Ey, wenn die so ausrasten, ne? Das ist der absolute Obershit. Die Typen sind hier übel stark. Ich bin gar nicht so stark in Erinnerung. Was, da sind immer noch drei, ey. Ich habe auch gar nichts zum Werfen oder so. Habe ich wirklich nichts zum Werfen? Doch, habe ich. Habe ich noch nicht ausgerüstet. Das braucht doch keine Sau. Ich habe sogar Donnerzeug zum Werfen. Ich würde sagen, wir werfen ein bisschen, wa? Schwarze Feuerbomben machen mehr Schaden. Und sie stehen sogar gegroupt. Oh, die haben mich jetzt auch angelockt. Ah, ist schon tot. So, ganz easy. Ja, wenn man nicht gebürstet wird, sind die natürlich ein bisschen leichter. Die habe ich noch nie benutzt, eine Blitzrune. Das hat mir vor allen Dingen selber Schaden gemacht. Okay, vor den Typen habe ich jetzt Respekt. So, wir haben aber unsere Seelen wieder. Kein Problem. Nicht so wie letztes Mal. Ich frage mich, wie oft ich tatsächlich mal meine Seelen nicht geschafft habe, zurückzubekommen. Oh, hier kann man noch mal raus. Das sieht, ja, das hier sieht schon optional aus als das andere. Ola Edelstein. Alter Schwede, wie viel Edelstein wir schon haben, wa? Oh, Hallöchen. Den habe ich schon mal gefightet. Guck mal, jetzt, wo du da so stehst, ganz ruhig, kassierst du mal eine Blitzrune. So. Schönen Tag noch. Der ist jetzt triggert. So, warum nicht? Wir haben doch so viel von den Scheiß. Das nächste Mal, wenn ich zurück bin, muss ich mich echt daran erinnern, dass ich mal all mein Stuff verkaufe. Einfach mal so. Nur um zu gucken, wie viel Seelen man bekommt, einfach durch den ganzen Shit. Vielleicht mache ich das auch am Ende, wirklich am Ende des Games. Es wird sowieso wahrscheinlich nochmal so eine Folge kommen, ganz am Ende, wenn ich so weiß, dass das der Endboss ist. Oh, wirklich? Einfach sinnlos? Wow. Da unten. Wo ist das? Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist ganz... Ah ja, doch, das ist ganz am Anfang. Da hinten haben wir den Boss gefightet. Den Boss, der nichts konnte, dieser Donner-Rüstungsboss, der anscheinend irgendwie nur eine Rüstung war. So hieß er auf jeden Fall. So, das heißt, hier geht's nicht weiter. Das war nur für diesen hohlen Edelstein irgendwie. Und natürlich für die... Oh, ich habe ganz kurz gedacht, hier geht's einfach runter. Oh Gott. Ja, hier kann ich runterdroppen. Kann ich nicht. What the fuck? Soll ich hier jumpen? Oh Gott, der sieht super dangerous aus, der Jump. Ist wahrscheinlich komplett sinnlos. Wir machen es natürlich. Oh Gott, das war ja mega knapp. Traurigkeit voraus, nur Tränen. Unglück voraus. Aber das ist auch ein Item, warum? Ah, möge die Flamme dich leiten. Wow, die sind die Schuppen. Die Leute wissen schon, dass das nichts wert ist. Oh, und hier komme ich wieder. Das ist der Cancer. Die Leute haben alle schon keinen Bock mehr. Weil die genau wissen, dass sie 100 Titanit-Scherben bekommen. Gehe ich hier hoch? Ich glaube schon, oder? Oh Gott, hier bin ich, ey. Ugh. Ich weiß, ich muss hier überall nochmal lang. Entschuldigung, darf ich einmal bitte vorbei? Oh, Spam-Zauber. So, hier droppe ich einfach so. Es hat echt gar nicht so viel Schaden gemacht, habe ich so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht hätte. So, Deutsch, gute Sprache. Okay, das heißt, wir können weitermachen bei unserem Weg da. Ich bin ja immer so der Optional-Hunter, versuche alles rauszuholen, was geht. Und das haben wir soweit ich weiß hier. Oh Leute, wie ich da in sein Ding gesprungen bin. Ich dachte, wenn man springt, ist man, wie wenn man rollt, so ein bisschen
dass man nicht getroffen werden kann. Unverwundbar quasi. So. Okay. Also der richtige Weg ist da an den ganzen Typen vorbei. Oh shit, das sind ja diese Doppeltypen, ne? Aber ich glaube, da kann man dann vorbeilaufen, hoffe ich. Ich mag es nicht immer, Gegner doppelt zu machen. Fühlt sich immer so scheiße an. Ja. Hier lang. An die kann ich auf jeden Fall safe vorbeilaufen. Die können nichts dagegen machen. Die zwei sollten eigentlich auch noch ganz leicht gehen. Ich glaube, die triggern erst relativ spät. Okay, der eine steht hier schon. Aua. Oh oh. Und wir haben hier keine Range. Und schnell ins sichere Haus. Hier ist einer, ne? Ja, genau. Oh Gott, das sah bescheuert aus. Wie er ausgeholt hat und dann so voll gegen diesen Scheiß. Gegen das scheiß Geländer, ey. Das muss sich scheiße angefühlt haben. Das sieht aus. Okay, wollte nur mal gucken. Ah, und dann sind wir wieder hier. Seltsam, dass hier kaum Leuchtfeuer sind, sondern nur Shortcuts. Ich bin es eigentlich in Dark Souls 3 gewöhnt, verwöhnt zu werden von Leuchtfeuern. Normalerweise stehen hier 1 Million Leuchtfeuer rum. So, dann können wir hier schon weitermachen und diese interessante Statue abchecken. Okay. Die sieht aus wie aus dem Intro. Die sind ja auch so ein bisschen... Mobgegner. Oh ja, da hinten, tatsächlich. Alter, guckt euch die Statue an von den Typen. Ist das eine Wachsstatue? Okay, die hinten sind noch nicht triggert. Ist hier noch bestimmt irgendein Item? Oh, ein schöner Baum. Dieser eine Baum, ey. Der sieht hier irgendwie super fehl am Platz aus. Voll in der Ecke, keine Blätter. Super geil. Der fällt direkt ins Auge. Hier ist nichts. Okay. Ja gut. Wenn die Tür offen ist, dann macht die Tür natürlich Sinn. Oh, guck mal, Hallöchen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, Mobgegner voraus. Oh, das sind drei. Okay, ein Kleriker da hinten. Trigger ich die alle gleichzeitig? Hier steht noch was. Ungeheuer voraus, deshalb lass erscheinen Feuer. Dann mal den hier. Meint ihr das ernsthaft? Ich versuch's mal, wa? Oh! Hätte ja sein können, dass das jetzt übelstes Secret des Todes ist. Der ist natürlich ein Bogenschütze, ey, das war ja klar. Oh, mein Damage. Alter, mein Damage! Oh, der hat diese Axt, die man ganz am Anfang droppen kann von diesen Typen. Will der heilen? Das war ein Seelenspeer, Alter. Upsala, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich heilen. Stirb! Ach komm. Alter, was macht der denn für eine Attacke? Okay, da hinten. Oh Gott, der ist getriggert. Lala. Habt ihr gesehen, was der für eine Attacke gemacht hat? Der springt so hoch. Wie in so einem Anime, ey. Okay, komm ran. Du sniperst und du kommst jetzt ran. Komm ran, komm ran, komm ran. Scheiße. Kommst du mal ran, bitte? Komm ran, komm ran. Genau, dann kommt natürlich dieser scheiß Seelenspiel des Todes. Gott, hör doch auf damit. Der kann sich heilen. Ich muss den nur einmal staggern. Lol, was? Am Arsch, Alter. Alter, Alter. Warum ging zwei? Okay, jetzt bin ich bei ihm hier. Das ist tatsächlich ein relativ schwerer Fight. Oh Gott.
Alter. Nein! Oh, fuck. Scheiße, fuck. Alter, die waren einfach zu strong. Holy shit, wie die mich fertig gemacht haben, aber auf die übelste Art und Weise. Man muss sagen, es war 3 gegen 1. Danach wäre bestimmt ein Leuchtfeuer gekommen, ey. Boah, ey, das ist echt ein hartes Gebiet. Gefällt mir eigentlich. Ist ein bisschen ärgerlich, aber das muss es sein. Man muss sich aufregen können in Dark Souls. Der ist ja gerade da unten gewesen. Das ist eigentlich immer so die Sache, ne? Ich habe mich jetzt gerade eigentlich relativ aufgeregt über diesen Fight. Obwohl es ja eigentlich relativ fair. Oh Gott, nein. Okay, darüber kann man sich aufregen. Also ich wusste, es waren halt 3 Mob-Gegner, ist halt schwer, ist halt Dark Souls. Nur ich bin mittlerweile, wie gesagt, ziemlich verwöhnt. Dass ich einfach alles First Rush schaffe und sowas. Das ist mir halt so oft hier schon passiert, ne, dass ich so viele Sachen auf First Rush mache. Jetzt nicht nur Bosse, ne? Bosse First Rush ist eher selten. Wobei der Rüsttyp war First Rush, ne? Und ich kann eigentlich nicht an so viele denken, die First Rush waren. Was immer eigentlich scheiße ist. Aber Gebiete sind halt sehr oft irgendwie First Rush jetzt. Was in Dark Souls 1 natürlich nicht so war. Wobei bei Dark Souls 1 war halt auch mein erstes Dark Souls, ne? Muss man auch dazu sagen, ne? Deshalb ist es eigentlich nice, wenn nicht alles direkt First Rush hat. Wo gehe ich lang? Genau hier. Eigentlich ist das ja geil, weil es geht ja darum, um zu sterben und zu lernen. Zum Beispiel weiß ich, wobei jetzt eigentlich einer von den tot ist, ne? Ich glaube schon. Dadurch wird das natürlich ein bisschen leichter. Weil die respawnen nicht? Fragezeichen. Ich weiß nicht, es ist eine sehr schwere Stelle. Ich hatte sogar eine Glut drin, ne? Okay. So. Das macht gefühlt gar nicht mehr so viel aus. Scheiße. So. Ich weiß nicht, warum ich mal springe. Ich glaube, das ist viel langsamer. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, als wenn ich gerade so noch weggekommen wäre. Das war. Da, woran ich gestorben bin, ist, dass dieser Ninja-Typ hochgesprungen ist und dadurch irgendwie mein. Was hat der abgebrochen? Ich glaube, ich habe angegriffen, oder? Habe ich angegriffen oder habe ich verteidigt? Auf jeden Fall hat er mich irgendwie geblockt, gecountert. Ja, es sind tatsächlich noch 2 da. Okay, scheiß auf den Magier, Alter. Im Sinne von Kill the Mage. Scheiß drauf. Was hat denn der jetzt gemacht? Du hast ihn ziemlich gut verteidigt, ey. Congrats. So, jetzt 1 gegen 1. Das sieht mega cool aus. Ich bin halt keine Chance. Ach ja. Onikiren. Onikiri und Ubadachi. Ah. Goldschwing-Wappenschild. Holy shit. Stab des Kristallwesens. Ist hier ein. Ah, da ist der Aufzug. Ja, war klar, dass sie hier nach den Shortcut reinballern. Große Seele. Okay. Ja, gut, das war ein bisschen leichter. Oh, ich habe ja die Asche. Oh, stimmt ja. Muss ich auf jeden Fall mal benutzen. Die Waffe sah crazy aus. Die ja vor allen Dingen, wie er sie benutzt hat, wa? Da ist sie. 25 Decks haben wir nicht. Leider haben wir das nicht. So. Aber das Schild will ich mir eigentlich mal angucken. Das sah eigentlich ziemlich cool aus. Goldschwing, Wappenblabber, gegen Magie ist das gut. Ich mache mal wieder das Drachenwappenschild rein. Ich habe das Gefühl, Blitz ist hier nicht so häufig gesehen. Außer halt bei dem Boss. Ich sollte. Das sieht crazy aus. Das sieht bosshaft aus. Und wenn das hier der Shortcut ist und das jetzt direkt der Boss, dann ist das natürlich heftig. Weil das bedeutet, dass der Boss wahrscheinlich heftig ist. Weil man direkt das Leuchtfeuer da hat. Gehe ich mal von aus. Fragezeichen. Yay, Shortcut. Shortcut des Todes. So. Ja, das war's mit der Folge. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal zurück und lösen mal alles so ein bisschen ein, was wir jetzt wieder gesammelt haben.
Oder, oh, die sehen immer so. Manchmal haben die so Farbe. Am Leuchtfeuer haben die, glaube ich, immer so Farbe. Dann sehen die so gruselig aus. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.